Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Conan. So, in der heutigen Folge würde ich sagen, schauen wir doch mal an, ob ich Gruppierungsquests machen kann. Denkt ihr, hey, was sind Gruppierungsquests? Gruppierungsquests sind bei unseren Gruppierungen sozusagen. Hier oben seht ihr das schon. Und ich mache zurzeit den Scharlachzirkel. Dort bin ich schon auf Rang 1 und wir müssen natürlich Punkte sammeln, dass wir weiterkommen. Und zwar zum Rang 2. Es gibt insgesamt 4 Ränge bei jeder Fraktion. Man kann aber, glaube ich, nur 4 insgesamt annehmen. Weil man ja dann mit anderen feindselig ist. Es sind praktisch immer 2 Fraktionen, was ich nicht verstehen sozusagen. Und bei den verschiedenen Fraktionen gibt es halt auch ja Rüstungen und so weiter. Und ich spiele zurzeit den Scharlachzirkel hoch. Dauert schon ganz schön lange, muss ich sagen. Aber wenn man halt Rang 4 ist und eine Anzahl von Token, Hardmode-Token und sowas hat, dann kann man sich halt auch epische Rüstung holen, die dann natürlich besser ist in den Dungeon in Kitai sozusagen, weil die ja doch andere Debuffs rauflegen und so weiter. Und das hält man dann einfach mit dieser Rüstung besser aus als mit der aktuellen, die ich gerade habe. Ich kann euch die aktuelle auch mal zeigen. Und das wäre diese hier. Ist eigentlich richtig, richtig gut schon. Das ist jetzt aktuell T2 Rüstung. Also Full T2. Und hier ist zum Beispiel so ein T4 Umhang schon. Ja, und hier halt meine Waffen. Alles episch. Aber wie gesagt, in der alten Welt eigentlich bist du sozusagen fast unverwundbar, sage ich jetzt mal. Also natürlich in den epischen Instanzen. Aber hier in Kitai sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Weil hier einfach die Gegner viel, viel zu stark sind und ja, du halt extrem Schaden und durch komische Debuff bekommst, die du halt mit der anderen Rüstung besser aushältst. So, jetzt aber noch genug gesammelt. Ich mach mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und wir wollen mal schauen, ob wir die Gruppierungsquest machen können. Dafür müssen wir in die nördlichen Graslande. Da steht unser Questgeber. Also ich weiß jetzt zumindest nur diesen. Und da wollen wir doch jetzt mal hingehen. Ich hoffe mal, ich finde dort gleich wieder hin. Wir müssen, ja, hier ist ein anderer Spieler. Servus. Dafür müssen wir hier ein bisschen hoch. Aber ist gar nicht schlecht. Ich wollte euch eh mal so ein bisschen die Welt hier zeigen. Dann können wir hier durchgehen. Ich kann natürlich gleich hinporten, mache ich jetzt aber nicht. Wir rennen hier ein bisschen durch. Und da oben ist übrigens eine T4-Instanz. War ich persönlich vor 2-3 Jahren, da wo ich es aufgehört habe damals, war ich dort drin. Mittlerweile gibt es ja schon T6, da war ich noch nie drin. Aber da möchte ich natürlich irgendwann mal rein. Aber T4 ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Also, boah. Mal wieder ein Spieler. Ich habe den Sound ein bisschen lauter gemacht und ich hoffe, das passt jetzt so, weil ich finde, in der letzten Folge war es ein bisschen leise. Und jetzt schauen wir nochmal, wie es in der Folge ist. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Schauen wir auf die Karte. Ja, wir müssen hier oben hin. Wie gesagt, ich könnte natürlich auch porten, aber dann seht ihr von der Welt nichts mehr. Ihr habt ja bis jetzt bloß, glaube ich, die eine Instanz gesehen, die vergessene Stadt, habe ich aufgenommen. Und, naja. Na, wir müssen jetzt hier hoch. Da seht ihr schon, Leute, 85. Die halten schon ein bisschen was aus. Ich bin 80, Max-Level. Nee, ein Kamel. Ein Kamel habe ich auch schon. Mikro weiter hier rüber. Ach komm, wir gehen aufs Kamel. Ich gehe schneller.
So, wir müssen jetzt eigentlich dann Richtung Shusen kommen. Genau, hier ist das Lager. Ja, da oben ist der Ausgang. Genau, Provinz Shusen. So. Genau, ich muss mir irgendwie eine Anmeldungsbelohnung dafür halt noch holen. Bekommt man auch übrigens jeden Tag, wenn man sich anmeldet, bekommt man so eine Belohnung. Kriegt man halt so ein paar Punkte für den AA-Skillbaum, die man ja auch braucht sozusagen. Habe ich hier noch was drinne? Ne, kommt irgendwie mal so ein Trank noch. So, und dann ab durch Shusen Richtung nördliche Graslande. Also ich muss sagen, ihr seht hier nur ein kleines Gebiet, weil ich renne ja jetzt schnurstracks zum nächsten Ausgangspunkt. Aber wenn ihr mal seht, wenn ihr mal seht, wie groß das Gebiet hier eigentlich ist. Das ist riesengroß, Leute. Und alles schwer, also nichts leicht jetzt mehr hier in Kitai. Alles sehr, sehr schwer. Aber ich finde, das ist auch genau der Reiz. Und ich werde auch mal nebenbei schauen, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie was Schönes im Chat, wo man mitgehen könnte. Hier ist übrigens der Global-Chat, seht ihr jetzt nicht, weil ich davor sitze, aber genau hinter mir. So, hier ist jetzt so eine kleine Stadt sozusagen, Shusen. Hier gibt es auch jede Menge Händler und sowas. Aber ich habe hier sowieso so einen... Nein, mit dem muss ich sprechen, mit dem... Tiger ist übrigens einer von einer Fraktion, aber von einer anderen Fraktion. Man muss aber trotzdem einmal mit denen reden. Tamarins Tiger ist übrigens, war ich damals mit dem Bärenschaman bei denen. Auch ganz nice, aber für ein Vollstrecker-Set, also TOS, was ich jetzt bin, ist er nicht so geil. Ihr seht schon, was hier Spieler rumrennen, Leute. Ja, der Quest für mich, aber wir wollen Gruppierungsquests machen. Habe ich hier noch irgendwas anderes auf der Karte, nicht, dass ich irgendwas übersehe? Scholarin, was habe ich da? Finde den Krähennestboden. Aha, das wäre noch eine andere Fraktion, wo man noch mitleveln könnte. Es wird übrigens gerade Nacht in Kitai. Deswegen, ich finde, in der Nacht sieht es nicht so toll aus. Eher am Tag sind sie 83. Lass mal durchbuffen, nicht dass die mich hier angreifen. Jetzt greift er mich eh schon an, oder? Nee. Mal debuffen. Mal schauen, der geht da runter. Und ihr seht schon, was man mit denen zu tun hat. Also da hat man schon zu tun. Ein, zwei gehen jetzt noch, aber kommen mal 5, 6 oder so auf dich zu, dann musst du rennen. Weil das überlebst du doch nicht. Die hat übrigens hier so einen Mount. Kann man übrigens auch bekommen in dem Game. Ein bisschen auf dem Weg halten. Und ihr seht schon, wie ich jetzt schon hier runtergehe. Also man hat schon zu tun. Aber zwei gehen eigentlich noch. So, wie sieht's hier aus?
Genau, diesen Boden müssen wir noch finden. Den nehmen wir natürlich gleich mit, wenn es auf dem Weg liegt. Müsste hier eigentlich irgendwo sein, rumstehen. Keine Ahnung, ich glaube da oben, oder? Dort oben. Ja, das sind Jäger. Die Jäger wollen wir noch nicht. Dann zoomen wir weiter ran. Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Ah, da steht er schon. Sicher. Oh, die sieht aber hässlich aus. Okay, dann haben wir den auch gefunden und wir sind jetzt im Rang aufgestiegen. Was soll man jetzt machen? Eine neue Quest für uns, oder was? Okay, wir müssen Banditen töten und Botschaften borgen. Ja komm, das machen wir gleich mit. Jetzt sind wir eh schon hier. Und das habe ich mir eigentlich schon angewohnt, Leute, dass ich sowas dann gleich mache. Wenn ich schon in der Nähe bin, dann mache ich es natürlich gleich mit. Banditen, das werden die hier sein. Wie gesagt, das sind halt hier alles nur kleine Quests, die im Zahnwitzhalter natürlich in den 6er Gruppen tanzen. Und bekommt ihr natürlich auch bald zu sehen. Und so, da ist das Banditenlager. Du musst aufpassen, dass ich nicht gleich zu viel pull hier. Wir machen Sturmfeld mal an. Dann pullen sie mal her. Ja, hier ist das natürlich blöd. Da stellen wir uns natürlich an den hier ran, dass der den Schaden nicht bekommt. Noch schon wieder meine Fresse. So, ich habe meine Bubble mal rein. Und meine großen Hügel. Heftig. Okay, Botschaft haben wir und zu Yi bringen. Wo ist denn der schon wieder? Ach du Scheiße, der ist da hinten. Shaolun. Oh, was ist denn das überhaupt für eine Quest? Der ist hier für irgendjemand anders. Scharlachzirkel, okay. Okay, dann können wir eigentlich hier in der Region auch questen. Können wir das eigentlich auch gleich machen, hier in der Region. Dann brauchen wir nicht in die nördlichen Graslande, dann machen wir es gleich hier. Ich glaube, man kann, glaube ich, in jeder Region für seine Gruppierung so ein bisschen questen. Dann machen wir das hier, würde ich sagen. So, Kamel. So, Leute, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr mal mitzocken wollt. Ich würde mich freuen, wenn jemand mal mitzockt ein bisschen. Wäre natürlich schon cool, wenn ihr schon Level 80 oder so sein würdet. Weil dann könnte man natürlich richtig zusammenspielen, also in die Instanzen und so gehen. Ich kann auch mit euch natürlich auch mal ein bisschen ziehen, wenn ihr wollt, oder so mal ein bisschen spielen. Ist auch kein Ding. So, Shaolun Söldner. Schaut schon richtig nice. Also das ist es, was mir gefällt, das Game so dermaßen hier. Das ganze Art-Design hier, das ist echt super. Gibt es in der Form, glaube ich, gar keinen anderen MMO. Die anderen MMOs sind einfach alle bunt. Weiß ich nicht. Dicke Pilze sammeln, bunte Pilze sammeln, ich weiß es nicht. Das ist halt hier in dem Spiel gar nicht. So, dann schauen wir doch mal, wo der steht. Ja, das sind die gelben Priester von Yun. Sind natürlich jetzt feindselig für mich, weil ich natürlich in einer gegnerischen Fraktion bin.
Das heißt, wir haben hier jedes Mal durchkämpfen müssen. Oder ich renne hier einfach durch. So, der muss hier irgendwo stehen, der kleine Schlingel, der. Mal schauen auf die Karte. Sieht so nah aus und doch so fern. Kommt man hier rum? Hier kommt man rein. Scharlachzirkel. So, was haben wir denn hier Schönes? Leichte Rüstung. Da seht ihr schon, Leute, wenn ihr euch jetzt diesmal anschaut. Ich hoffe, ihr seht das. Und zwar, wenn wir jetzt vergleichen, ich habe jetzt einen T2-Gürtel an, das ist ein Gürtel des Grabenrufers, der lila, ne? Wenn man jetzt hier das schon mal anschaut, das ist jetzt ein blauer Gürtel, der hat aber eine Crit-Milderung, einen Crit-Milderungswert drauf. Das hat mein epischer T2-Gürtel nicht drauf. Und klar, es ist jetzt nur ein Wert, sage ich mal, aber Crit-Milderung bringt natürlich richtig viel, weil du halt einfach weniger Crit-Schaden von den Gegnern bekommst. Da wo jetzt der T2-Gürtel wieder nicht so gut, der hat natürlich wieder mehr Konsti, Mana und so weiter. Aber wie gesagt, es ist nur ein blauer Gürtel. Wenn ihr euch mal dann die anderen Gürtel anschaut, die epischen Gürtel, auch die lilanen von der Fraktion, die sind dann schon einiges besser wie T2. Das ist dann schon eine Ansage. Okay, wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal die Symbole der Anerkennung mit, ein Patrouillenkit und diesen Gürtel. Ist eine leichte Rüstung. Genau, den nehmen wir mit. Können übrigens auch Stoffrüstung tragen. Und wir haben neue Quests bekommen. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Lager der desertierten Soldaten finden. Kiste dem Unterhändler von Tamarins Tiger übergeben. Das können wir doch gleich machen. Dann gehen wir einmal. Da oben ist auch noch Shenghu übergeben. Dann gehen wir einmal, so würde ich sagen, so eine Runde hier. Und dann könnt ihr euch das mal ein bisschen angucken. Wenn ich jetzt hier gleich rausfinde, wäre schon schön. Leute, ich mach mal die Schatten aus. Das sieht nachts eigentlich, oder? Ich weiß es nicht, wie sieht es denn bei euch aus? Bei euch ist es eigentlich gut, gell? Bei mir ist es eigentlich dunkel am Bildschirm. Ich muss den Bildschirm mal ein bisschen heller stellen. Ja, bei mir ist es viel, viel dunkler. Okay, dann lassen wir es so. Mich stört es jetzt nicht, wenn ich spiele. Aber ich will halt, dass ihr so viel wie möglich auch seht. Also lasst es, müsste eigentlich gehen. Wenn es euch zu dunkel ist, sagt es einfach, sagt Bescheid. Dann muss ich irgendwann der Einstellung noch was ändern. Das kann man ja alles noch einstellen. Das ist gar kein Problem. So, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ich muss hier runter. So, das heißt, ich muss hier durch. Ach genau, da vorne müsste der Weg sein. Und hier muss man so aufpassen, weil die alle rot sind für mich. Und die mich angreifen, dann bin ich tot. So, okay, dann schauen wir doch mal. Ziemlich weiter Weg, aber wir bleiben zu Fuß. Na genau, da vorne war ein Tamarins Tiger. Genau. Das schaut schon cool aus, muss ich sagen, wenn man das alles so sieht hier. So Hütten auf den Bergen und so weiter. Und da oben ist auch irgendwas, irgendwie so ein komischer Schleier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da kann man auf jeden Fall auch hoch. Ist schon richtig nice. Die ganze Atmo in dem Game ist echt das Hammer. Es ist so, glaube ich, so ein Spiel, wo ich persönlich die meisten Stunden drin verbracht habe. Ich darf eigentlich gar nicht sagen, wie viele Stunden, weil das ist eigentlich schon zu heftig.
So, da ist er eh schon. Shashan. Ich habe ein Paket für euch. Ich erwarte kein Paket. Von wem ist es? Es ist ein Geschenk und ich will euch nicht die Überraschung verderben. Geben wir ihm das mal. Wiedersehen. So, das hat natürlich auch wieder Punkte gegeben. Wie schaut es denn überhaupt aus mit unserem Alternativaufstieg? Ah. Nicht mehr viel, dann können wir das auch leveln. Den himmlischen Blick ist eine Zusatzheilung. Zu unseren anderen drei, die wir ja schon haben. Bringt jetzt natürlich nochmal Zusatzheilung. Sehr, sehr wichtig in den... Was ist denn hier los? Was schießt denn hier auf mich? Hä? Hallo? Warum sind die feindselig? Die Geist ist getan, Mensch. Meine Fresse. Sind die feindselig oder was? Tamarins Tiger? Die habe ich hier noch gar nicht drin, die Tiger. Jakosha, Priester, Jadeschat, Morsche, Messe, letzte Legion, Scharlachzirkel, Aufständische. Die habe ich noch gar nicht drin hier. Und eigentlich wären die grün. Puh. Keine Ahnung, was das jetzt war. Jetzt ist schon wieder. Alter, will ich verarschen. Ah, ich hab grad einen bösen Leck. Mit den Lecks, was ihr jetzt gerade gesehen habt, das ist sowas. Es hat das Game nach 10 Jahren noch nicht geschafft, das einfach anständig hinzubekommen. Ab und zu gibt es hier, ist es nicht oft, aber ab und zu gibt es einfach mal böse Surferlags. Da stehst du einfach mal 5-6 Sekunden auf einem Fleck und... Oder du rennst hier so wie ich und wirst auf einmal zurückgesetzt. Aber mittlerweile geht's wieder. Was haben wir denn hier? Serverlatenz 126 Millisekunden. Okay. Sind die Geld für mich. Und zwei Wölfe. Und das für Viecher. Was ist denn das hier? Für ein Knullding. Feuervogel. Was macht denn der? Frisst der da was? Okay. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind da. Okay, da haben wir schon einen ganz schönen Weg noch vor uns. Wir müssen hier irgendwie durchkommen. Gibt es hier keinen Weg durch die Berge? Weil wir hier rumrennen müssen? Eieiei. Ich weiß nicht, ob es da durchgeht. Ich würde lieber mal nicht reinrennen. Sieht aus, als wenn da Bosse wären oder sowas. Aber man sieht schon, man muss hier schon richtig aufpassen. Das ist alles rot für mich. Wenn ich immer falsch renne und ich ziehe alles, dann wird es übel. Okay. Aber wir sind schon auf einem guten Weg, glaube ich.
Speer. Ah, hier ist ein abgetrennter Körbel. Okay, wir müssten ja eigentlich gleich da sein. Alles klar, so. Jetzt aber ran hier, Leute. Lager. Wird es uns so gut geschrieben oder nicht? Irgendwo muss ja das Lager jetzt sein. Wir sind auf jeden Fall in dem Gebiet. Hier schaut's aus. Deserteur. Desertierten. Okay, haben wir schon. Zelte niederbrennen, desertierte Soldaten töten, 056 Habseligkeit zusammenraffen. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier ein bisschen einzeln holen können. Wir gehen auf jeden Fall ein bisschen raus hier. Oh, der genockt worden, das wird hart jetzt. Vor allem kommt da hinten schon der nächste. Alter Schwede. Bubble wieder reinhauen. Ja, das ist, wenn man halt gucken muss, wo die, wenn es nicht so gut gewesen wäre, wäre es natürlich heftig geworden. Da musst du natürlich wieder schauen, wo rennst du hin, wie ist der Weg von der Pad, und in jetzt gibt es natürlich schon Schaden, wo du natürlich keinen Schaden auf die Mobs machen kannst, und dann wird es natürlich sehr, sehr eng, dass du das überlebst. So, haben die irgendwas fallen lassen hier? Fallen lassen, aber zwei haben wir schon mal. Schnappen wir uns mal den gleich. Hat. Gott, das ist ein Riesenlager, ey. So, gut, das sind zwei. Okay, das sind zwei. Wir gehen natürlich gleich auf den Bogen. Okay, das hätten wir schon mal. Jetzt muss ich aber noch Habseligkeiten finden und Zelte niederbrennen. Oh, da ist ein Boss. Oh, wow, wow. Wenn wir den mal probieren. Mein Lebenspunkt hätte ich an. Okay. Mal, dass die anderen da nicht mitkommen. Okay, der kommt alleine. Oh, schon wieder leck, oder was? Ah. Mann, der hält jetzt nicht so lange. Okay. Zelte wieder brennen. Kommen wir hier von. Oh, alter Schwede. Oh.
Sorry, wenn ich ein bisschen wenig rede, aber ich muss wirklich konzentriert sein. Machen wir die da noch? Nein, wir rennen hier auf den Mobs rum. Nieder. Und dann werden wir uns die zwei schnappen. Dass wir hier das ungestört nehmen können. So, okay Leute. Ich muss jetzt hier schauen, dass ich irgendwie rauskomme. Da oben ist ein Restpunkt. Gehen wir gleich mal da oben hin. So Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Da wollen wir dann auf jeden Fall... What the fuck? Fuchsschwanzchen pflücken und wir müssen dann hier oben Kiste der Unterhändlerin der Sheng Ho übergeben. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, oder ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn ihr mir ein Abo, Like oder auch Kommentar da lasst, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.